Wir sind wieder da. Diese Woche geht's volle Möhre an den Boden. Hoffentlich nicht nur bei Sturm. Jetzt müssen wir aber erstmal aufräumen, damit wir an unsere Bodenplatte kommen. Hast Bock? Weiß nicht, ich bin gerade so fertig, um das zu sagen. Hast Bock? Nee. Breathe you like a cigarette, love sick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest, love sick, I'm feeling it. I know you're not the one, but I still wanna light up. Breathe you like a cigarette, love sick, I'm feeling it. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche schon erwähnt haben, was für Holz wir haben. Das ist Leichtbauholz von Epic Ply, inklusive so einer Korkschicht, die dann auch nochmal zusätzliche Dämmung ist und halt wirklich super leicht. Also wir können die einfach easy auch mal allein tragen. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, du hast gesagt, 5-mal leichter? Ja, keine Ahnung. Das war jetzt so eine Schätzung, 3 bis 5-mal leichter als deutlich leichter als so andere Platten und auch ein bisschen teurer, aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute Entscheidung getroffen. Und jetzt versuchen wir mal, unsere Schablone da drauf zu kriegen. Chaos! Wie sieht's denn hier aus? Hat geregnet. Gefühlt bestehen unsere Arbeiten am Camper aktuell nur aus Aufräumen, kurz irgendwas machen, wieder aufräumen, kurz was machen, wieder aufräumen. Aufräumen. Sachen von A nach B stellen. Das sollte jetzt halt schon passen, wa? Ja. Haben wir einen Stift? Ja, ein Auto. Geht das eine Rolle, ob wir vorne oder hinten dann einen relativ schmalen Streifen haben? Ich würde es hinten hin machen, weil wir hier uns immer bewegen. Ah, das ist vorne. Ja. Ah, ja. Dann haben wir hier die Stufe, weißt du? Auf der richtigen. Ja. Wollen wir es hier vielleicht doch noch ein Stück hochziehen? Achso, dann haben wir da das Problem. Kriegen wir das abgeschnitten schon, oder? Ja, hier müssen wir halt dann nur die Kante abschneiden. Ich hoffe so, dass es hier halt möglichst bündig ist, müssen wir mal gucken. Soll ich Ducktape holen, dass wir das da drauf ein bisschen festkleben können? Oder denkst du, das geht so? Das geht so. Ich würde halt hier dann ein bisschen Puffer lassen und dann lieber hier noch mal ein bisschen abschleifen. Ja. Und dass dann die Stufe halt vor allem passt. Mhm. Dann legen wir das. Was filmst du jetzt eigentlich gerade? Mhm. Denn ja, hier so. Wenn wir es dann reinlegen, müssen wir das mittlere quasi von hinten drunter schieben, kriegen wir das hin? Oder müsste die Kante andersrum sein, damit wir es drauflegen können? Dass wir das Ganze einfach umdrehen, Mensch. Ja.
Weil so haben wir hier jetzt ja vorne. Ja gut, wir können ja auch von hinten nach vorne legen. Ja. Komm. Komm, Zeichenschluss jetzt mal. Triggert dich auch jedes Geräusch, wo du denkst, oh nein, scheiße, der Hund. Ich trigger zweimal, es nervt. Das macht mich ein bisschen nervös, dass wir da nur einen Versuch haben. Also ich will keinen Druck aufbauen, aber wir haben nur einen Versuch. Ist ja nicht schlimm, wenn rechts und links ein bisschen Luft ist. Ist nicht schlimm? Nee. Stehen da dann immer übel drauf. Werden andere Geschütze aufgefahren. Nichts mehr mit Hand. Das war jetzt der Probeschnitt. Jetzt kommt der echte. Jetzt zählt und jetzt geht's bestimmt schief. Jetzt leider nicht perfekt. Was perfekt hast du gesagt? Nicht perfekt, aber man lernt ja. Ja, es passt schon. Ja, wie das halt so ist im Ausbau, vor allem wenn man das erste Mal in der Dimension macht, es passt meistens nicht. Dana zeigt euch jetzt mal warum. Ja,
hier ist eigentlich die Falz. Die ist ungefähr genauso breit wie diese Stückelung. Aber uns hat ein Zentimeter gefehlt. Und den wollten wir hinten nicht einbüßen, weil da diese Querleiste ist, wo es aufliegt. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen Stückwerk gemacht. Hier kommt noch die Hundebox hin, kommt noch ein Boden drüber. Interessiert keinen mehr. An den Boden können wir euch mal zeigen, den haben wir nämlich schon gekauft. Und danach müssen wir uns erstmal beraten, wie wir überhaupt weitermachen wollen. Wahrscheinlich die Seiten dämmen oder so, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Und das Ganze festschrauben, ist klar. Gestern alles mühsam eingebaut, jetzt alles wieder mühsam ausgebaut. Keine Sorge, es ist zum Glück nichts falsch gelaufen oder kaputt. Ich wollte nur die ganzen Schnittkanten noch mal ein bisschen fein säuberlich abschleifen, dass einfach nicht so viele Splitter rumliegen. Jetzt muss ich den ganzen Dreck da hinten einmal aufsaugen und sauber machen. Dann zeichne ich die Unterkonstruktion ein, dass wir wissen, wo wir die Platten dann verschrauben müssen können, damit es nicht ins Armaflex geht. Und dann ist Franzi dran und darf das einmal festschrauben. Natürlich auch noch der Akku der Kamera leer. Ich hoffe, das funktioniert auch mit dem Handy. Es ist wirklich gar nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, weil man sieht natürlich nicht unter das Holz. Ich habe mir zwar ein Bild gemacht, um genau zu wissen, wie es drunter aussieht, aber so wirklich die richtigen Stellen zu treffen, keine Ahnung. Ich habe mir hier so eine schicke Schablone gebaut, weil hinten halt so ein bisschen Stückelwerk ist und immer mal Lücken dazwischen sind, die ich natürlich auch einzeichnen will. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn Franzi die Schrauben reinjagt. Es ist anstrengend und echt warm. Aber ich bin beim letzten Brett angekommen und habe jetzt auch wirklich eine Taktik gefunden, die ganz gut funktioniert. Ich zeichne mir hier auf den Balken, die auch drunter liegen, da hatten wir einfach noch ein bisschen Verschnitt übrig, immer so die entsprechende Längenangabe an und mache mir zusätzlich noch so eine schicke Zeichnung, damit ich einfach weiß, was ich da eingetragen habe. Und damit kann ich eigentlich die Dicke und Länge ganz gut übertragen. Ich bin froh, wenn es geschafft ist. Mein Werk ist vollbracht und damit gebe ich ab an Franzi. Da bin ich wieder. So, Dana hat das hier alles schön vorbereitet und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, die Schrauben reinzumachen. Damit das alles auch wirklich nicht mehr verrutscht. Leider ist uns natürlich doch so eine kleine Leiste abgebrochen, also so ein kleines Stück, was ich ein bisschen provisorisch angefertigt habe. Das habe ich jetzt nochmal zum Kleben angemacht, also ich werde jetzt nicht wahrscheinlich alles bohren können und schrauben, aber egal. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich fange einfach an. Also wie ihr gesehen habt, vorbohren, absenken, also so eine Senke reinmachen und Schraube reindrehen. Dafür muss ich jedes Mal umstecken. Will ich natürlich nicht, weil ich bin faul und deswegen habe ich jetzt erstmal rechts und links. Das ist befestigt, das rutscht jetzt nicht mehr und jetzt kann ich überall erstmal vorbohren, dann absenken und dann schrauben. So machen wir das jetzt und ziehen am besten durch, weil es geht eigentlich ganz gut. Es ist ein bisschen weich, das Holz. Muss ein bisschen aufpassen, wie weit ich hier irgendwas reindrehe oder absenke. Genau, aber kriegen wir hin.
Ich habe es geschafft. Wie man vielleicht sieht, bin ich geschafft. Ich sitze jetzt gerade am schönsten Ort im Camper. Nämlich hier, wo der komplette Durchzug ist. Ich kühle jetzt noch kurz ab. Und dann berichte ich der Anna, wie es gelaufen ist. Ja, es ist nicht perfekt geworden, aber hey. Für unseren ersten Versuch bin ich voll happy. Es passt quasi rein. Und es kommt noch ein Boden drüber. Ich weiß gar nicht, ob Dana euch den mittlerweile gezeigt hat. Wir wollten das, glaube ich, gestern schon machen. Ich zeige ihn euch jetzt einfach nochmal. Oder ich schneide es raus. Okay, ihr Lieben. Wir beraten uns jetzt, wie wir weitermachen. Ich vermute mal putzen und dann Armaflex an die Wände. Irgendwie muss es ja mal vorangehen. Und ja, wir nehmen euch weiter mit. Mal schauen, was wir diese Woche bei der Hitze alles noch gebacken kriegen, außer uns. So, jetzt bin ich wieder bei unserem Eddie in der Garage, denn hier liegt unser Boden. Wir haben uns für Klickvinyl entschieden. Eine relativ helle Farbe, aber nicht zu hell. Wir wollen ja nicht jeden Dreck da drauf sehen. Erinnert uns ein bisschen an den Boden, den wir in unserer Dresdner Wohnung hatten. Der war nur damals, glaube ich, ein bisschen grauer. Genau, und wir finden, dass er ganz gut zu den Blenden passt, die wir uns ausgesucht haben. Und genau, Radu durfte schon mal drauf schlafen, denn ich habe es direkt auch mal ein bisschen unter unserem Bett verlegt. Was man halt so macht, ne? Der ist halt ein bisschen schwerer, als wenn wir einfach nur so PVC-Boden nehmen würden und draufkleben. Aber wir dachten, naja, da fällt einmal irgendwas runter oder wir haben Steine an den Schuhen. Und das kommt sehr oft vor. Und dann ist das Ding schon kaputt. Deswegen lieber ein bisschen teurer und schwerer und dafür aber robust und langlebig, hoffentlich. Aber mal sehen, wie es dann wirkt, wenn wir es endlich eingebaut haben. Wir wollen noch ein bisschen warten, dass wir erstmal so die Wände gemacht haben, also verkleidet haben oder wenigstens mit Armaflex beklebt und das Dachfenster rein, damit der ganze Dreck dann nicht schon wieder da drauf ist. Deswegen dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, aber umso länger dürft ihr gespannt sein, wie es dann aussieht. So, jetzt aber wieder an die Arbeit. Ist ja noch ein bisschen was zu tun. Ja, hallo. Wie man sieht, es sieht immer noch so aus wie letztes Mal. Von den geplanten Arbeiten haben wir nichts geschafft. Wir hatten einfach einen Grund, und zwar haben wir leider noch mal ein paar Rostflecken entdeckt. Und um die müssen wir uns erstmal kümmern. Hauptsächlich hier hinten. So in den Eckbereichen. Und ja, da mussten wir jetzt erstmal Rostumwandler kaufen. Müssen jetzt noch mal Lack bestellen, weil das war letztes Mal alles leer. Ja, aber nächste Woche geht's los. Volle Power an die Dämmung der Wände. Vielleicht, wenn das Wetter mitspielt, auch das Dachfenster rein. Das wäre ziemlich cool, weil es ist unfassbar warm hier drin. Ja, und dann hoffentlich Klickvinyl drauf, ganz schnell die Möbel rein und dann sind wir ja quasi schon fast fertig. Ja, ihr seid dabei. Wir melden uns, sobald es Fortschritte gibt und wir sehen uns. Bis dann!